Ja, hallo liebe Leute, ich habe mich hier willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Diesmal mit meinem Krieger, der ist momentan hier schon 443 Item-Level mit dem Zweier-Set-Boni am Start. Das heißt, wir haben halt mehr Schaden über die Verwundung bzw. mehr Crit-Chance und die Skillung, die wir spielen, die können wir uns hier nochmal anschauen. Die könnt ihr sonst unten, wie immer, aus der Videobeschreibung rauskopieren, wenn ihr es mal ausprobieren möchtet. Haben wir außerdem noch Verheerender Sturm, Kriegstreiber und das Kriegsbanner dabei. Einfach, weil ich das Kriegsbanner in letzter Zeit eigentlich ziemlich mag. Wir machen hier einfach mal alles an. Ich würde mal sagen, wir gehen mit Sweeping Strikes direkt rein, chargen hinterher, machen einmal Shockwave, damit er hier nicht Trinketten kann, beziehungsweise Trinketten sage ich schon, Trinketten kann er schon, aber er kann nicht in seine Shell reingehen. Und wenn er nicht in die Shell reinkommt, dann ist er nicht immun, aber er kommt in die Shell rein, obwohl mein Stormbolt noch reinging. Stunt mich hier, trappt er mich auch noch oder trappt mich nicht? Trappt mich nicht gerade. Okay, da kommen wir gerade nicht hinterher. Da ist ein Schurkeimer. Wir stellen einmal kurz unser Banner. Das war ein bisschen zu spät gerade, aber wenn er mich stunt, dann sind wir relativ schnell wieder raus. Oder auch beim Blind in dem Fall. Wir können ihn hier einmal bleeden, dann slowen wir ihn hier einmal. Und dann gehen wir hier für einen Bladestorm, weil ich das Gefühl habe, dass er mich hier gleich stunnen will. Kidney shottet mich hier nochmal, aber da zerreißt ihn auch schon komplett. Und damit haben wir den Schurken auch wieder von uns weg. Ich weiß nicht, warum der überhaupt auf mich eröffnet hat. Das hat jetzt gar nicht mal so viel Sinn ergeben. Wir haben gerade keinen Charge. Wir können aber einmal kurz den Priester hier stunnen. Schauen, dass wir den gleich ein bisschen bearbeiten können. Wenn er uns ins Target nimmt, dann werden wir für Reflect gehen. Falls er mich stunnen will, stunnt er sich selber. Er traut sich aber nicht. Da wartet er lieber und frisst 89.000er Execute. Oh mein Gott. Ich spiele gerade zum ersten Mal mit meiner neuen Waffe halt. Mit der 450er Waffe jetzt. Und der Damage-Unterschied, den merkt man schon derbe, du. Das ist anders wild gerade. Das ist anders wild. Wir gehen hier rein. Habe ich hier gerade eine Trap gesehen oder habe ich mich verschaut? Ich habe mich verschaut. Wir stunnen ihn einmal. Können hier eigentlich für einen Bladestorm gehen. Wir haben da hinten noch einen Hunter mit am Start. Der jumpt hier einmal weg von uns. Wir frieren einmal ganz kurz die Pads vom Beastmaster weg, damit der Beastmaster keinen Schaden auf uns machen kann. Stunnen dann einmal kurz ihn. Gehen hier für Dragon's Roar und Avatar. Und dann können wir den eh schon wieder zerstören. Chargen oder beziehungsweise jumpen erstmal hier rüber. Da drüben ist ja noch ein dickerer Zerg. Alter, was ist denn hier los? Das hört halt einfach überhaupt nicht auf, ne? Wir gehen einmal kurz für den Reflect. Wobei, ich glaube, ich habe die Cast vom Shadow Net bekommen. Wir bleeden ihn direkt. Schauen, dass wir gleich unsere Mortal Strikes wie immer auf CD halten können. Er nimmt mich aber auch nicht recht ins Target, habe ich das Gefühl. Wir stellen gleich unser Banner. Nee, ich glaube, der ist mehr oder weniger AFK. Wobei er ist Gruppenanführer, also er ist eigentlich der Leader von denen hier. Nur der hat hier ein bisschen aufgegeben, wird aber trotzdem vom Disziplin da drüben gehen. Entweder hat er aufgegeben oder er hat einen Disconnect. Oder er hat einen Disconnect. Aber so schlecht läuft es gar nicht für sie. Die haben eigentlich auch 200 Punkte. Und das Problem bei dem BG hier ist, dass man es so schnell drehen kann, weil halt man... Man führt halt eine gewisse Zeit, weil halt sein eigenes Team irgendwie auf einem Cluster ist. Aber sobald die Erze anfangen, überall zu spawnen, also nicht mehr irgendwie genau in dem Bereich, dann bis so schnell. Ich habe da schon so viele BGs verloren hier drinnen. Da ist dann ein bisschen ungut immer. Wir machen wieder Sweeping Strikes an, gehen hier rein, schauen, dass wir das hier gleich auf alle spreaden können. Oh mein, was ist gerade passiert? Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe. War das gerade nur Dragon's Roar? 400k Damage mit Dragon's Roar. Alles klar, keine Ahnung, was gerade geschehen ist, aber die sind nun nicht mehr. Da war es definitiv worth, den CD-Reset einmal zu holen, würde ich sagen. Weil damit hatte ich wieder alles gerade parat einfach. Der Warlock sollte das Erz haben. Wie schauen wir drüben aus? Drüben, ich meine, das ist ein bisschen problematisch. Jetzt spawnen die hier im Endeffekt oben, aber da unten ist gerade ein Zerg. Da sterben auch unsere Leute alle weg, oder zumindest einer zumindest mal. 300 zu 700, sieht noch eigentlich ganz gut aus. Schauen, ob sie hier irgendwo reinspringen. Normalerweise der Zerg da unten kommt langsam hoch. Genau, jetzt kommen sie wieder. Shadow Priest bewegt sich auch wieder, also nicht mehr ganz raus. Und da vorne springen die anderen runter. Heißt, die gehen also für die unteren Erze. Wir haben ja einmal einen Vari mit dabei. Wir haben ja auch einen Rogue irgendwo am Start. Wir können sonst vielleicht den rausholen. Können wir nicht, er blindet uns. Ich würde hier am liebsten gleich gern Banner stellen. Bevor hier zu viel abgeht, machen Sweeping Strikes an. Schöner Stunt, den Rogue haben wir auch gleich wieder rausgeholt. Kann ich ihn nochmal aufdecken? Können wir nochmal aufdecken? Wir bleeden ihn sogar direkt, damit er nicht wieder vanischen kann. Und dann versuchen wir hier für den Priester einmal zu chargen und vieren den Priester hier in der Hoffnung, dass wir einen down kriegen. Sehr, sehr schönes Ding. Zweiter Schurke auch noch mit dabei. Da wollen wir auch mit reingehen. Der hat aber Evasion an. Kann ich das mit Thunderclap trotzdem spreaden? Kann ich! Oh mein Gott! Wieder was dazugelernt heute, ne?
Das ist ja nice. Wir machen hier eine Shockwave einmal rein. Vielleicht kriegen wir beide. Wir kriegen nicht beide. Der Fury, der hält sich gerade noch am Leben. Der Schurke wird nochmal aufgedeckt. 17k Blitik geht rein. Da kann er nichts gegen tun. Der Priester, der ist auch hier komplett hinten nach. Der hat zu oft versucht, hier einen Cast zu faken. Und das hat ihn halt schlussendlich dann oben gebracht. Weil wenn du die ganze Zeit nur noch im Faken bist und dich einfach nicht casten traust, ist es halt irgendwann vorbei. Aber das hat jetzt den Nachteil bei Priester seit der Überarbeitung mit Shadowlands bei Disney Priester, dass er halt nur noch diese eine Spell-School hat und nicht mehr wie vorher die zwei verschiedenen. Wir können das hier vielleicht antitappen, machen Sweeping Strikes an. Schauen uns mal mit Thunderclap hier alles spreaden und gehen hier direkt für Parry einmal, weil hier ist doch ein bisschen viel los. Den Rogue als erstes hier direkt aus dem Weg geräumt. Stunnen den Hunter hier, vielleicht kann er nichts machen, wobei wir gehen erstmal für den Druid. Der Druid läuft nämlich direkt bei mir vorbei, kriegt einfach Drive-By-Execute und den Hunter können wir hier einfach mit unserem wie heißt es nochmal, Kriegsbrecher einmal killen, weil diesmal spielen wir auch nicht mit mit dem Single-Target, sondern mit dem AOE schlussendlich, damit wir da nochmal weitermachen können. Er glaubt halt echt, dass ich glaube, dass es tot ist oder so? Mein, irgendwann, wenn er schon feststellt, dass er da die ganze Zeit reinbrückelt, muss er doch irgendwann aufstehen einfach. Kannst nicht einfach liegen bleiben, Mann. Kannst nicht einfach liegen bleiben. So, wie geht's unserem Rogue da drüben? Dem geht's gar nicht gut. Der wird hier von zwei auf einmal bearbeitet. Wir stellen hier einmal einen Bann auf, holen uns dann einmal aus dem Vier raus, gehen hier für den Reflex, Bladestormen uns hier einmal raus und dann können wir den hier eh schon zerlegen. Ich glaube nicht, dass wir für den anderen Ding auch noch gehen müssen. Wir können ihn hier einmal zerlegen, damit der Rogue hier überlebt. Da hinten ist schon wieder ein Rogue. Wir chargen einmal durchmachen unseren Wirbelwind, aber finden den Schurken gerade nicht zufällig. Vorne ist der ein Respawn aber wieder drinnen. Der Hunter stunt mich hier einmal. Da ist aber ein Pali auch schon. Der Pali wird wahrscheinlich ihn bearbeiten. Ich glaube, wir schauen eher, dass wir das Erz sichern können. Der Blade stompt hier durch die Gegend, der Rogue ist schon wieder mit am Start. Wir können den Rogue hier einmal stunnen, bleeden ihn, switchen aber dann für den Heiler. Ja, den Heiler stunnen wir hier, wir gehen hier für unseren Big Damage. Rogue ist wieder mit dabei, wir können hier wieder fahren. Der Kleine konnte nicht, oder ich kann schon, aber es bringt halt gerade nichts. Den Thunderclap hier anzubringen. Ich glaube, der Schurke hat noch meinen Bleed drauf. Der müsste jeden Moment aufgedeckt werden eigentlich. Da ist er auch schon. Läuft aber in eine andere Richtung. Vanisht nochmal, hat aber immer noch meinen Bleed drauf. Müsste hier nochmal aufgedeckt werden. Wir bleeden ihn direkt wieder, damit er nicht weg kann. Und da gibt er auch Instant auf. Deswegen gegen Schurken immer verwunden erster Global. Wenn er irgendwie wegrennt, er blutet halt und Blutungen kann er jetzt mit dem neuen BVP-Talent runter machen, muss aber dafür halt einen großen Cooldown loswerden, was dann nicht so geil ist. So, der Shadow Priest stunt mich hier einmal, dortet mich zu. Ich glaube nicht, dass ich noch antizappen kann. Nein, geht sich gerade nicht aus und er read hier nochmal. Wir können aber für den Parry einmal ganz kurz gehen, schauen, ob wir hier nochmal was machen können. Da vorne geht schon gut rein. Sweeping Strikes ist an. Pain Suppression geht raus. Da ist ja wirklich gerade alles mit am Start. Wir können uns einmal healen. Wir stunnen hier in den Cluster rein, wobei da haben genau in den Dingen reingestarnt hier. Wir können sonst aber für den Shout einmal gehen. Eventuell einen Pet killen, damit wir einen Siegesrausch kriegen. Siegesrausch haben wir nicht bekommen von dem Pet. Okay, das ist mir neu gerade. Wir gehen hier für den Bladestorm, weil der Rogue mich sonst stunnen wird. Der Rogue macht sich nochmal aus dem Staub, aber das, ich hätte nicht zu weit weg sollen von dem Priester gerade, aber das war generell dumm, da reinzugehen. Da waren halt einfach alle auf einem Fleck. Das war nicht so der Move, dann versuchen, da irgendwie nochmal reinzukommen. Ich glaube, das BG ist schon vorbei, außer unsere zwei kriegen das Erz hier nicht. Ah ne, das haben sie sogar schon. Ah ne, das hat die Ali geklaut, never mind. Allianz hat nochmal eins abgezogen. Jetzt nochmal der Zerg hier am letzten Erz, glaube ich. Außer sie bleiben alle da oben. Nein, sie bleiben alle da oben. Da haben wir schon mal die erste Runde gewonnen. Ach komm, da müssen wir nochmal eine zweite Runde nachlegen. Das war ja viel zu schnell gerade. So, zweite Runde ist am Start. Diesmal sogar mit der Silberbruchmine. Schauen wir, wie es hier gleich laufen wird. Die haben auf jeden Fall schon mal einen Heiler und sieht nach kleiner Premed aus. Da gehen ein paar für die Mitte. Wobei, wir haben eigentlich eine Zweier-Def in der Mitte. Ich glaube, wir helfen hier erstmal bei den Leuten da hinten und gehen einfach mal hier rein. Schauen, dass wir hier mit Sweeping Strikes eventuell Bleed spreaden können, wobei ich glaube, wir gehen Offstance und ballern hier einfach. Der kriegt hier schon mal auf jeden Fall den Paladin-CD, damit er nicht so viel Cast-Damage kriegt. Macht sich aber hier ein bisschen aus dem Staub. Ich glaube, wir gehen hier mal Defensive und schauen, ob wir den Executen können. Es geht sich gerade nicht aus mit Damage. Oh mein Gott, er hält gerade so an. Was ist denn da passiert? Okay, wir haben hier alle mal gebleedet. Gehen hier wieder rein, kicken den hier, vieren den anderen weg. Dann machen wir hier gleich eventuell Sweeping Strikes an, wobei er macht hier schon die Zwietracht einmal. Da können wir leider nicht weiter damagen dann, weil das castet er nämlich so oder so einfach durch. Wobei, der Warlock connected auf ihn. Ich kann leider gerade keine Uptime halten. Jetzt kann er sich hier wahrscheinlich nochmal gegenhalten, wobei er fliegt hier weg und ich kann durch Charge dann einfach den Kill snaken. Eventuell kriege ich auch noch die Lore hier oben. Ich habe aber keinen
Shatter geskillt. Das heißt, ich kann die Bubble vom Paladin nicht zerstören. Und ich glaube, der zerstört mich in dem 1v1. Ich probiere es trotzdem. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das 1v1 gewinnen müsste eigentlich. Wir leapen hier vorbei und gehen hier direkt raus und dann stunnen wir ihn draußen, damit wir eventuell die Lore hier nochmal kriegen können. Versuchen ihn hier zu slowen, er kommt aber dann schon rein, bleeden ihn hier gleich, so gut es geht. Und jetzt müsste es eigentlich gleich die Bubble werden. Er geht hier einmal defensiv, execute ihn hier einmal rein, healt sich hier nochmal ein bisschen. Können ihn aber eventuell killen. Oh mein Gott, er schafft es noch gerade so, die Bubble zu drücken. Wir schauten hier nochmal und gamblen, dass er sich bitte nicht heilt. Hier, das war sehr nice. Ich kann ihn noch stunnen und er finisht mich. Eventuell kriegt ihn der Magi dafür down und kann die Lore klauen. Ah, das war bitter gerade. Das war bitter gerade ohne Ende. Ich hätte 3 Sekunden wieder Parry ab. Reflect hätte mir in dem Fall nichts gebracht, weil ich nichts hätte reflektieren können. Aber, ah, das war richtig. Das war richtig ärgerlich. Ich hätte halt auch nicht Siegesrausch machen können, weil es hat nicht funktioniert, wenn er in der Bubble drinnen ist. Alles nur Probleme über Probleme. So, da haben wir einmal einen Rogue und einen Healer. Wir machen hier wieder Sweeping Strikes, machen gleich unseren ganzen Staff an, damit wir hier halbwegs bleeden können. Wobei der eine, den haben wir gerade gar nicht erwischt. Wo ging der Bleed gerade bitte hin? Wir haben einmal noch einen Hunter mit am Start. Machen hier einmal kurz Reflect an, falls er mich hier trappen will. Das machen die Hunter immer ganz, ganz gerne, wenn man ganz dran ist an ihnen. Dass sie einfach eine Trap zu ihren Füßen schmeißen. Deswegen ist so ein Grundding, wo ich immer schaue, dass ich so schnell wie möglich gleich mal den Stuff reflekten kann. So, der will mich wahrscheinlich gleich stunnen. Ich habe leider nichts, um dagegen anzukommen gerade. Ich hätte jetzt Parry ready. Das heißt, am ehesten würden wir jetzt hier parieren. Dann gehen wir hier nach vorne. Schauen, ob wir gleich mehrere auf einmal attackieren können. Weil dann können wir hier Blade stormen und gleich alle drei auf einmal massakrieren. Er geht schon wieder in die Bubble rein. Ich werde nicht mehr mit ihm. Ich werde nicht mehr mit ihm, ne? Der rotiert eine Bubble nach der nächsten durch. Wir stellen hier einmal einen Banner auf in der Hoffnung, dass wir damit eventuell nicht allzu lange in den Stunts sitzen. Sehr schönes Banner, nämlich jetzt sind wir fast alle, jetzt waren fast alle Stunts verkürzt, die gerade auf uns waren. Ich glaube, wir stunnen den Healer mal. Die haben immer so viele Heiler hier mit am Start, wobei wir haben jetzt auch einen mit am Zerg. Stimmt, der hat mich gerade mittendrin gesaved. Ich glaube, der hat einen Live-Swap gegeben, sonst hätte es mich eh schon wieder zerrissen gerade. Man merkt aber definitiv, dass Arms nicht mehr ganz so krank ballert, wie es vorher der Fall war. Es gibt so ein paar Situationen, gerade wenn ich lange Uptime halten kann auf wem, dann merkt man halt schon, wie der Schaden halt reingeht. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann merkt man relativ fix, bei so kurzen Fights kommt halt dann doch nicht so viel Damage rum. Wenn ich zum Beispiel kritte hier mit Mortal Strike, 120k. Wenn ich Non-Crit habe, dann ist teilweise auch mal irgendwie 30k. Und so ein 30k, das fällt die halt nicht auf. Das ist halt von 631k ist 30k halt in dem Sinne nichts. Das ist halt immer ein bisschen schade. Aber ich meine, man kann Mortal Strike halt so derbe hochstecken. Da ist dann ein Problem von dem Design an sich halt, wo man sagt, gerade weil man es halt so stacken kann, ist es halt darauf ausgelegt, dass der einzelne Hit dann logischerweise nicht so hart hitten kann, weil sonst wäre sie dann, oh, das Gateway nehmen wir auch mal ganz kurz. Sonst wäre es dann natürlich wieder blöd, wenn es dann anders laufen würde. So, wir gehen hier einmal rein. Gehen hier gleich mal auf den Feral. Schauen, ob wir den zerstören können. Execute geht rein. Er geht aber in Big Wall. Wir spreaden hier gleich mal unseren Bleed. Was geht? Bladestormen hier alle drei. Den Schurken soll es eigentlich gleich mal zerreißen. Wobei, da zerreißt gerade einfach alles. Aber das war mehr der Destro-Locker als ich gerade. Der hat nämlich gerade hier reingespammt mit seinem AOE und dadurch gefühlt fast alles zerrissen. Da war mein Damage war gerade ein bisschen gepattet hier noch mit dabei. Da ging ein guter Chaos Bolt mit rein. Mein Damage war gerade ein bisschen gepattet damit drinnen, weil ich ja halt einfach nur den Bladestorm da drin gedrückt habe. Und die Mortal Strikes gehen ja dann beim Bladestorm von alleine raus, weil wir halt hier mit außer Kontrolle, also unhinged spielen. Und da hast du ja dann zweimal noch den Mortal Strike mit dabei. So, die gehen wieder rein. Die wollen immer nach unten gehen. Es müsste aber relativ fix vorbei sein eigentlich, das BG. Wir können nochmal für einen Reflect gehen gleich, sobald er mich ins Target kriegt. Aber ich glaube, er schafft es nicht. Er dreht sich einfach nur nach. Er hat keine Lust mehr, glaube ich. Reflecten hier. Maybe kriegen wir es? Ne, kriegen wir nicht. Er hat aufgegeben. Er hat aufgegeben innerlich. Können ihn nochmal executen, switchen auf den Hunter rüber. Und da drüben ist nochmal so ein richtiger Zerg gerade am Start. Da will ich aber auch nochmal reingehen. Da können wir nochmal Bleed spreaden auf allen. Das sieht doch noch Spaß aus hier drinnen. Und versuchen einmal den Heiler hier durchzutunneln. Der steht hier schön auf einem Fleck. Schade, dass ich jetzt nicht mein Raw ready hatte. Das wäre das perfekte Setup gewesen gerade. Machen nochmal Sweeping Strikes an. Falls der nochmal irgendwo reingehen will. Sieht aber nett so aus. Wir können ansonsten ihn hier auch nochmal ganz kurz killen. Machen hier wieder unseren Reflect an. Aber
Zweite BG auch schon vorbei. Schade. Sieht nach zwei kurzen Runden aus. Ich habe den Damage voll resettet. Aber wir können hier sonst nochmal hier reinschauen. Mortal Strike höchster war 126k. Das war vorher oben, als wir Bersi hatten und zwei Stacks. Ansonsten normalerweise so 60 bis 90k. Wenn er denn kretet im Warbreaker drinnen. Warbreaker natürlich hier auch nochmal die 30% mehr Schaden, was wir zufügen. Überwältigen 61k, sogar relativ hoch. Überwältigen sogar 100k gekretet. Das habe ich nicht mal gesehen. Dann unser Bleed tickt für 15 bis 20k und Dragon's Roar haben wir hier mit 21, 33 bzw. 53 der Initial Hit, also der eigentliche Hit, der am Anfang auftritt, bzw. die 47k mit dabei. Alles in allem, Vari, also Arms Vari immer noch sehr, sehr stark. Fury sieht auch noch Spaß aus. Werden wir uns definitiv auch mal wieder die Tage ansehen. Ansonsten, vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer ab damit unten in die Kommentare. Vergesst nicht mehr auf meinen Social Media Netz folgen. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung. Und es wird hoffentlich im nächsten Video oder Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.